Ja, auf, Leute. Wo hängt's? Ach, da hängt's. Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge 7 Days to Die, Age of Oblivion. Ja, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, dass wir Petra geradet haben hier unten. Da mal den Rüssel mal reingehalten haben, aufs Maul gekriegt haben, beziehungsweise heißt aufs Maul gekriegt, uns dumm angestellt haben. Und ja, ich habe es da wieder geschafft, nach Hause zu kommen über Nacht mit den Seed Candies. Hier mit den Gesundheitsbalken habe ich mich dann so nach und nach wieder aufgewertet, muss man so auszudrücken. Also wir haben jetzt keine Einschränkungen mehr. Ich habe dann noch die Stahl-Pickaxe noch angesetzt, weil wir wollen ja auch das geht nach unten. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was abbauen heute, beziehungsweise ich will das über Nacht machen. Zack, zack. Abschließen. Verändern. Bam, bam. Rein da. Was ist die Wert? Ja. Und wir haben Händler-Reset, haben wir ja auch. So, dann nimm doch mal hier alles mit. Hier noch irgendwas drin? Ja, da ist ja auch noch Zeug drin. Da ist ja was zu essen drin. Ja, sehr gut. Stimmt, das hatte ich ja auch angesetzt. Irgendwann mal. So, pack das mal hier rein. Und dann ab runter zum Auto. Mal zum Moped. Ist hier draußen alles in Ordnung? Ja, sieht so aus. Dann raus da. Ups. Mach mal. Den hier weg. Der nervt mich schon die ganze Zeit. So. Dann packst du mal alles hier rein. Was ist das noch dazu hier rein? Und dann, wir haben ja auch noch eine Quest offen, liebe Leute. Wir haben ja auch noch eine Quest offen. 400 Meter in diese Richtung. Ja, das ist ja zum Glück nicht weit. Da fahren wir direkt in einem durch. Da fahren wir in einem durch. Juhu, um die Kurve. Um die nächste Kurve. So, was ist das für eine Quest? Die Kiste kann mich mal jetzt gerade. Ah, schönes Haus. Fahr hier rein. Ja, dann direkt ein Geier am Arsch. Haben wir direkt einen Geier am Arsch. Da haben wir einen. Da hatten wir direkt einen Hund am Arsch. Das geht ja direkt schon gut los. Dafür kriegst du auf die Fresse. Auf die Fresse, Politesse. Sag ich doch. Ja, lass mich doch mal da reingucken jetzt. Meine Herren. Ja, da ist noch so ein Hoshi. So ein Hosho. Komm her. Ich krieg auch das, was du brauchst. So. Was haben wir denn da gefunden? Die können weg. Zerlegen. Ja, das geht mal weg. Wiring nehmen wir auf. Das können wir. Ja, das wird verkauft. Das geht dann mal hier rein. Das wird zerlegt. Das hebe ich auf, das hebe ich auf. Das geht auch mal da rein zuerst. So. Rein da in die Olga. Das Morticians Haus. Das sollte nicht so lang dauern, der Raid. Beziehungsweise die Quest. Raid ist es ja nicht. Ist ja eine Quest. Da ist mir jetzt noch einmal kurz das Herz in die Hose gerutscht, als ich da gerade jetzt runtergeslidet bin. Damit hatte ich nicht gerechnet. Hoch da, hoch da, hoch da. Hier hatten wir alles. Jo. Jetzt hier weiter in die Olga. So. Das ist ja keine befallenen Quest.
Guck mal, was die Pickaxe jetzt kann. Jawohl. Sehr gut. Rohstoff nehmen wir mit. Rohstoff nehmen wir mit, habe ich gesagt. Jetzt Kohle. Da ist sonst nichts. Gut. Halt. Da ist ein Nest. Aber keine Eier drin. No Eggs. So. Kaufeli. Nehmen wir das alles mit. Das ist Kohle. Die Kohle nehmen wir mit. Die Kohle nehmen wir mit. Lad nach. So. Da sind welche. Juhu. Juhu. So, da war es drin. Da kommen wir von der anderen Seite dran, das weiß ich. Ein bisschen Kleber und ein bisschen Blei. Das ist gar nicht schlecht, das kann man gut gebrauchen. Nämlich von hier kommen wir da an die Waffentasche dran. Robotnik und zwei Teile für den Stahlschlag-Dingens da, was ich in der Hand habe. Stahlknüppel. Um. Einer weniger. Bücherinos. Einmal Forge Ahead. Da sind wir bei 38. Und nochmal Robotnik. Da sind wir bei 38. Ja, sehr gut. Wird ja so langsam. Wird ja so langsam alles. Noch ein paar Dietriche. Sehr schön. Sehr schön. Nee, das Maismehl brauche ich nicht. Bisschen Pipiwasser. Noch mehr Pipiwasser. Ja, da sind wir in dem brauchbaren Fahrwasser, da ist noch was zu verkaufen. Ja, zwei Questgillpoints, auch sehr gut. Das geht raus, das wird zerlegt. Ja. Und ich habe wieder das übliche Problem, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, ich hasse mich dafür. Mach mal den dahin, mach mal den dahin. Was hatte ich denn jetzt alles hier oben? Ja, hier dann noch ein bisschen. War da sonst noch was oben drin? Naja, die Klappen. Einmal raus, einmal rein. Ich vergesse es aber auch immer wieder. So, jetzt müsste das aber eigentlich passen. Ja, sag ich doch. Gut. Dann weiter geht's. Die Knochen nehmen wir mit. Entschuldigung. Das Blei nehmen wir mit. Das kannst du direkt essen. Dann ist es weg. Metall nehmen wir mit. Die Samen brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier ein paar Hoshis. So, war's das jetzt? Ja, das war's mit euch schon wieder. Was haben wir hier? Handyland und Big Hitters. Die Big Hitters. Aber was ist hier noch? Was ist hier drin? Na, ein bisschen Stoff. Ein bisschen Stoff geht alleweil. Ein bisschen Papier. Ja. So. Draußen schaffelt einer rum, ich hör's. Bisschen Mebu ziehen. Bisschen Blei. Eine Antibiotika, sehr geil. Bist du? Da bist du. Nein. Da kannst du da so viel rumbollern, wie du willst. Das ist mir scheißegal. Ich mache hier mal weiter. Handyland. Lad mal durch.
Okay. Okay. So, was geht hier? Da ist ein bisschen Kleber. Ein wenig Salt. Salt and Pepper. Gut, dann einmal so. Machst du mal diesen hier. Ein bisschen Spam. Was, sind sie hier schon fit oder was? Oder wo ist hier jemand an rumrandalieren? Im frühen Morgen. Ah, Ferale. Ein paar Ferale waren da. Ach, da kommen sie auch schon hoch. Da kommen sie auch schon an. Gut. Handgun-Magazin. Ah, da hinten ist noch einer am Bollern so ein bisschen. Soll er? Ja. Bisschen was zu mampfen. So, dann haben wir doch hier noch ein Bett. Das noch schön die mechanischen Teile gibt. Die brauchen wir. Die brauchen wir, die Mischatten. Nimm das Butterbrot doch nicht mit. Lass das doch hier liegen. Das braucht doch kein Mensch. Dafür kannst du das schon mal trinken. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Dabei, dabei. Zweimal Forge Ahead. Wenn du mindestens 5000 Jukes bei dir hast, kannst du aus Höhen von bis zu 15 Meter... Da ich ja meistens so viel dabei habe, kommt das sehr gelegen. Das kommt sehr gelegen jetzt. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. So. Jetzt leg mal die Stühle für den Platz. Dann geht es hier weiter. Okay. Da ist sonst niemand. Den. Hier ist einer. Hier ist keiner. Dann guckst du hier mal rein. Scharfe Stöcke braucht man nicht. Also ich zumindest nicht. Das ist was für Liebhaber des Speeres. Und das bin ich nicht unbedingt. Gibt so ein, zwei Waffen hier in dem Game. Die sind nichts für mich. Ja, sehr gut. Die sind nichts für mich. Das sind die Fists. Kann ich gar nichts mit anfangen. Und das sind die Speere. Schockstab, ja, kann man machen. Schockstab ist nicht verkehrt, ist nicht. Ist mächtig, wenn du dann alles. Du musst aber dafür den Physician musst du leveln. Damit der Schockstab was reißt. Und du brauchst die. Oh, der hat mir Skull-Token mitgebracht. Das ist aber nett. Das war aber nett. Ja, beim Schockstab. Da brauchst du auch die Mods dafür, dass das richtig passt. Da brauchst du die Mods dafür, dass das richtig passt. Da haben wir ein Stück Blei. Bleirohr. Hier haben wir nochmal Fortis. Sehr gut. Das hier. Na, Mais. Brauche ich nicht. Ich brauche keinen Mais. Aber da gehst du einmal so hier rüber. Hast eine Lampe. Und Motorwerkzeugteile. Und nochmal für Werkzeuge. Buch. Kann man immer gut gebrauchen. Mach die Tür zu. Weiß nicht, was angestürmt kommt. Einmal. Zweimal. Hat er sich fast da durchgeboxt, jetzt schon der Roshi. So. So, dann jetzt einmal in Ruhe hier durchgucken.
in Ruhe durchgucken. Kichererbsen, Quatschköpfchen. Ja, ein bisschen Miso-Suppe, die gibst du dir direkt mal. Das Kaffeepulver nimmst du mit, ja, die Kartoffeln lässt du da. Die Kartoffeln lässt du da. Brauchst du nicht. So, was haben wir hier? Salz. Das ist ja nicht so viel, was es hier gibt. Eine Mikrobenwelle. Schon wieder Miso-Suppe. Schon wieder die Miso-Suppe. Ah, da ein Penne-Eintopf. Penne-Eintopf ist ganz gut. Penne-Eintopf ist ganz gut. Der macht schön. Der macht schön satt. Schokolade. Ich will keine Schokolade. Die Häkel sind wir schon bei 61. Die sind wir jetzt bei 40. Beim Robotikgeschützturm. So. Guck hier mal rein. Ein wenig Zeug. Ach, Zeug, sag ich ja, wenig Kleber war das. So, was ist hier? Die Viererkräuter, die können wir reparieren, die können wir verkaufen. So. Jetzt noch in den Keller schnell, dann sind wir auch gleich hier durch. Klappen habe ich ja. Klappen habe ich ja immer am Mann. Klappen retten Leben. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich und nerve. Ich versuche mich zu beherrschen, liebe Leute. So, da haben wir ein bisschen Lehm. Geh mal runter. Geh mal hoch. Da hier hinten ist irgendwo der. Hier ist die Asche, die wir suchen. Bist du hingefallen, mein Freund? Es tut mir aber leid. Bist du nochmal hingefallen? Was machst du denn? Du musst schon aufpassen, dass du nicht irgendwo rumstolperst. Da musst du schon aufpassen, mein Freund. Komm, System ein bisschen schneller. Ah. Medical Journal, da sind wir auf 31 mittlerweile. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das Bier braucht man nicht unbedingt. Kaffeemaschine haben wir leer gemacht. So, jetzt hier mal weiter. Wo ist die Mutti? So. Die ferale Mutti kriegt aufs Maul. Ein bisschen Gehirn. Was haben wir denn hier? Ein paar Knochen. Batteriesäure und ein bisschen Nitrat. Pipiwasser. Blei, sehr schön. Klebeband auch gut. Kann man auch sehr gut gebrauchen. Hier haben wir noch medizinisches Journal noch immer. Dann machst du mal die weg alle. Die nimmst du auch mit. Die Mutti. Forge Ahead, nehmen wir mit. Zerlege das. Was hast du hier, was du nicht mehr brauchst? Zerlege das. Was weg kann. Was wir nicht brauchen. Ist da überhaupt irgendwas? Guck mal, ob du hier ein bisschen Klebeband basteln kannst. 10-mal Klebeband, das ist in Ordnung. Dann kann das weg. Dann brauchen wir jetzt gleich hier eine Klappe. Ja, soweit sieht es gut aus. War die hier, die Klappe? Ja, die war hier. Und zwar genau hier. Guck das vorher genau nach. Genau so. Aha. Und dann können wir rankommen. Ja, auf. Ja, auf, Leute. Wo hängt's? Ach, da hängt's.
Okay. Okay. Wir brauchen demnächst hier das Feuer erstmal durch. Wir brauchen demnächst eine bessere AK. Wie du es nennst. Besseres Maschinengewehr. Unsere AK ist nicht dafür geeignet, richtig. So, aber ja, ein bisschen mit dem Feuer rumgespielt. Muss ja auch mal sein. Eisenspeer. Verliere ich den. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht, den Eisenspeer. Zack. Zack. Dafür. Was haben wir hier? Noch mal Tools. Sehr gut. Und Batteriesäure ist auch in Ordnung, nehme ich. Elektrische Anschlüsse, Autos. Roboter-Schockschäbel nutzen sich langsamer ab. Brauche ich zwar nicht, aber nehme ich mit. Robotniks-Tools. Ergonomischer Griffmod. Vermindert den Nahkampf, Ausdauerverbrauch um 10%, Waffen. Wäre eigentlich was für den Dingens. Lern das mal. Für den Stahlknüppel. Wäre das schon gut. Wir haben 11. Ja, komm. Nimm den und mach auf. Dann passt das. Nimm den und mach auf. So. 2-1. 3-2-1. Meins. Zweimal. Starwerkzeugqualität 4 mittlerweile. Geil. Den Bauplan. Kleiner Tankmod. Mumpeln. Gut. Dann sind wir hier durch. Nimmst du das noch mit? Hier ist ein Werk. Voll. Blaue Farbe. Das können wir ins Motorrad packen, glaube ich. Die blaue Farbe könnten wir ins Motorrad packen. So. Dann müsste da hinten irgendwo mein Motorrad stehen, sage ich ja. Aber noch mehr von euch. Wow. Aua, warum haut ihr mich? Ich habe euch nichts getan. Blöde Viecher, blöde. So, dann guckst du mal hier ins Moped rein. Da kannst du die Farbe reinballern. So, wo geht es hin? 400 Meter in diese Richtung. Diese Richtung gar nicht weit. So. Ist ja direkt vor unserer Haustür. Passt. Passt. 300 Meter. Fahren wir hier querfeld einmal rüber. Ja, da ist wieder dieser Ampler, der nicht funktioniert, den wir nicht gekriegt haben. Dann haben wir nochmal einen Airdrop. Sehr gut. Den holen wir, glaube ich, als erstes. Den Drop holen wir als erstes. Dann müssen wir den nicht markieren. Dann müssen wir den nämlich nicht markieren. Und haben es aus dem Hinterkopf raus. Aber da ist wieder so viel drin im Airdrop bestimmt. Jede Wette. Jede Wette, der ist wieder proppenvoll. Muss ich mal gucken, was ich davon gebrauchen kann dann. Und what net. Ist ja fast da, wo wir angefangen haben. War doch, glaube ich, hier, oder? Ich meine ja. Schon wieder so eine blöde Spinne, so eine bekloppte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hopp weg. Kommt da hin die blödsinnige Spinne? Bist du jetzt weg oder bist du nicht weg? Die ist weg. So.
So, und dann haben wir hier den Drop. Haben wir da drin? Oh, wieder ein Haufen Zeug. Warte mal. Die Seeds, auf die verzichte ich dieses Mal. Die nehmen viel zu viel Platz weg, die Seeds. Das kann ich zerlegen. Das kann ich zerlegen. Das gibt Metall. So, ja, war ja klar. Ich bin mit 23 überlastet, war klar. Guck einmal in dein Motorrad, ob du da noch was runterkriegst. Ja, nicht wirklich. Laser Ammo, Burning kann man verkaufen, oder? Mal das zerlegen. Kann man nur fallen lassen. Okay, wer ist verkauft? Electrifying normal. Das wird verkauft. Laserball wird aufgehoben. Immer nur noch mit 16 überladen. So, wo ist. Gut, das war der Drop. Dann einmal jetzt schnell zum Handyman. Zum Handyman. Mal gespannt, was er für uns hat. Der gute Mann. Mal gespannt, was er an Belohnung für uns hat. Für diese überaus schwere Quest, in der wir fast verreckt werden. Aber da wir ziemlich voll sind, wird hier jetzt erstmal geladen, was wir nicht mehr brauchen. Zack, ist hier irgendwas zum Verkaufen? Ja, das hier. Das hier, die Skulltor gebe ich auf, das wird verkauft. Dafür kann das, das und das da rein. Und der Rest geht hier rein. Laser Ammo normal. Holt. Das so. So. Zack, zack. Den Rest behalte ich. Jo, geht. Geht. Dann jetzt einmal den Händler. Unser Händler. Yay. Yay. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen eventuell mit Glück einen Sugarbutt kriegen. Natürlich nicht, aber Gefängnis ausbrechen. Doch, da war der Sugarbutt. Hier noch Großvater ist irres los, nehmen wir auch mit. So, was hast du? Da hätten wir können, müssen unsere gar nicht basteln, na toll. Aber wir haben eine Dreier. Ne, wir nehmen die Beinschienen, die können wir gut gebrauchen. Wir nehmen die Beinschienen, die können wir gebrauchen. Befallene. Welche nehmen wir? Nehmen wir die. So, mehr will ich von dir gar nicht heute. Mehr will ich von dir heute gar nicht. Das war's schon. Obwohl, wir hatten Händlerreserve, da könnte man mal reingucken. Da könnte man ja doch mal reingucken. Was er so hat, der junge Mann. Darf ich dein Inventar sehen? Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ich haben will. Ich habe direkt was gesehen, aber den... Die ihre Soße eben auch zum Verkaufen gleich. So, wir nehmen aber hier den das mit. Rapkits haben wir selbst. Ja, nehmen den einen mit. Amboss brauchen wir nicht. Blemsi-Mod. Nein, das sowas finde ich. Vermumpeln, Benzin. Was kosten den 2? Ja, die nehme ich. Die Mumpel nehme ich. Stahlbezahlte Robotikteile. Nein. Geschmiedetes Eisen. Nein. Kompornbogen. Klingenfalle. Warte mal, nehmen wir noch eine mit. Nehmen wir noch eine mit. Die kriegen wir garantiert irgendwo eingepasst. Jede Wette. Die Tongmischung nehmen wir auch mit. So, und dann sind wir. Jetzt sind wir durch.
Dann auf zum Moped. Auf wie zum Moped. Mach auf, mach zu. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Das. Das ist das ganze Zeug, was rüberkommt. Nimm doch. Mach's doch einfacher, mein Freund. Mach's doch einfacher. Und dann umgekehrt. Das, was du aufheben willst, Klingenfalle, das zum Beispiel. Und das. Sonst irgendwas, das willst du aufheben. Der Rest wird, glaube ich, verkauft. Ja, die Beinschienen. Die Beinschienen ziehst du mal an. Abschließen. Ändern. Das rein abschließen. So, und dann jetzt einmal zum Händlerberg. Wo müssen wir da hin? Nach Süden irgendwo, ne? Ja, da schneide ich uns aber hin. Zum Händlerberg schneide ich uns und wir sehen uns dann, wenn ich oben vor den kurz vor den Händlern bin, also den Weg nach oben, den letzten Treppenstufen, sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Ja, zum Glück habe ich ja keine ausgeprägte Höhenangst. Das denke ich mir immer, wenn ich hochmarschiere. Das denke ich mir jedes Mal. War hier nicht noch irgendwas? Genau, hier war eine Sporttasche. Da war eine Mine. Und ich steppe laut natürlich rein. Ich habe es klicken gehört, aber war zu geschockt, um zu reagieren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es klicken gehört, Leute. So, aber ich wollte hier unten, hatte ich nämlich vergessen, bei die letzte Mal, einmal hier, nämlich die hier kontrollieren. Da ist ein bisschen Eisen drin. Hier haben wir noch zwei Bücher für elektrische Anschlüsse. Eisen. Papers. So. Den hatten wir kontrolliert. So, dann haben wir hier doch auch noch ein paar Hotchkeys drin, oder? Keine Hotchkeys? Okay. Aber noch eine Ladung. Bücher und Döns. Ja, sehr schön. Haben wir beim letzten Mal nämlich ganz vergessen. Deswegen machen wir es heute. Deswegen wird das heute geplündert. So. Ah, schon einiges. Das hier noch. Dann haben wir es. Dann sind wir durch. Was, da waren wir auch durch, ne? Ja, da waren wir durch. So, was haben wir? 6-mal elektrische Fallen. Wiring waren auch eine Ladung dabei. Na, gucken wir doch jetzt mal, dass wir ihn hier ein bisschen plündern. Wir haben ja zum Glück. Ja. Wir hatten ja noch ein paar Dings mitgenommen zum Glück. Gucken wir rein. Rein in die Olga. Rein in die Olga. Ein bisschen schneller bitte. Ein bisschen schneller bitte. Das dauert immer so lang. Ja, der hat ja aber auch schön die Glatze poliert. Die glänzt ja richtig. Zwei. Ja, da schon rein, der Depp. Holzbogen können wir verkaufen. Wicke, das nehmen wir. Eine Mod. Was haben wir hier? Verbrauche keine Ausdauer, wenn du schleichst. Sprint ist in Gewehrbuch. Selbstgebautes Gewehr 5. Sportbrille, die können wir verkaufen. Und wir sind Level 38. 4 Fertigkeitspunkte haben wir schon. Da müssen wir auch nochmal reingucken. In die Fertigkeitspunkte müssen wir auch nochmal reingucken. Ja komm, heute noch. Komm zu Potte. Potter. Haben wir hier noch drin? Knife Guy. Ja.
und ein paar Parts. Alles gut. Alles gut. Genau richtig alles gewesen hier. So. Hoch, hoch. Dann isst du mal eine Kleinigkeit und trinkst eine Kleinigkeit. Ja. Und kriegst nämlich wieder ein wenig Lebenspunkte dazu. Ein wenig Health. Health, wie der Japaner sagt. Da können wir jetzt das... Wo ist es? Das hier? Reparieren, sehr schön. Sehr schön. Ich liebe es, wenn sich das alles gegenseitig so ein bisschen ergänzt. So, dann hatten wir hier die Rutschbahn. Da war ja auch noch ein paar Sachen. Ja, das brauche ich natürlich nicht. Das brauche ich nicht. Och, Buch. Ein wenig Kaffee. Sonst hier irgendwas gewesen. Zwei Eier, sehr schön. Eier nehme ich gerne. Kann man immer gebrauchen. Zum Kochen natürlich. Oberm Dach ist nichts, hier ist sonst nichts. Dann sind wir hier auch durch. So. Dann buden wir uns jetzt mal hier die Großvaters ihre Soße an. Und fangen an zu verkaufen. So, erstmal den hier. Dann die AK, zack, zack. Bam, 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 bam. Wir hatten ja knapp 30.000, wie wir hierher kamen. Mal gespannt, bei wie viel wir rauskommen. Das war jetzt verkehrt verkauft, das macht aber nichts. War nicht ganz so schlimm. 41, ja, das waren 11.000. 11.000 Tacken sind 11.000 Tacken. Hier wird nichts. Schmilztiegel. Y'all come back now. Ja, da brauchen wir gar nicht länger zu überlegen. Ne? Gib dir den Kürbiskäsekuchen. Und her mit dem Auto. Da warte ich jetzt. Da warte ich jetzt. Vielleicht haben wir Glück. Und kriegen auch hier oben Sarit. Maschinengewehrgeschützturm, das wäre geil. Das nehme ich mit. Benzin 8952. Warten. Benzin wartet. Betonmischung. Ich muss erstmal die anderen durchgucken. Ah! Sehr gut, Sida, da ist der Erste. Gratitude. Da war der erste Geschützturm. Das hat sich doch direkt schon gelohnt, hierher zu kommen. Klingfalle, nein. Es geht jetzt erstmal das Allerwichtigste. Wir brauchen noch einen zweiten Turm. Nein. Den zweiten Maschinengewehrgeschützturm hätte ich gerne. Nein. Ich hatte einen Duke für jedes Mal, dass jemand nur schaut. Ich wäre so reich wie Trader Joel. Ja, da ist noch einer. So, jetzt können wir uns darauf konzentrieren, das Restgeld auszugeben für Spielereien, wie ich so schön immer gerne sage. Ein paar Eiern, das ist okay. Da brauchen wir nichts. So, hier. Wir brauchen eine 5er Pumpgun, wir haben eine 4er, das ist in Ordnung. Dann nehmen wir noch hier die 9mm, glaube ich, mit. Dann nehmen wir die 9mm mit. So, was hast du hier? Diese 9mm, wir haben zu Hause haben wir auch noch einiges. Die 9er nehmen wir mit. MP5. Macht 52 Schaden. Die macht weniger. Gut, wir nehmen die MP5 noch mit. I hope you get feeling better. Dann gucken wir hier noch ein bisschen nach. Oh, wir haben kaum noch Geld. Wir haben zu viel ausgegeben. Das macht aber nichts. Nehmen wir die noch mit. Thank you, Survivor. Check back soon. Und ansonsten dann noch ein bisschen Benzin, würde ich sagen.
So, die können wir. Ein Taui. Ja, machen wir so. Und dann sind wir pleite. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir sehen uns unten. Juhu, ich bin unten angekommen. Ich lebe noch. So, dann jetzt einmal rüber nach Petra. Einmal nach Petra. Rüber, wie bin ich hier noch richtig? Bin ich hier richtig? Wir müssen da drüben hin. Wir müssen da drüben hin. Pass aber auf, wo du lang fährst. Pass auf, wo du lang fährst. Nicht, dass du im Graben landest, mein Freund. Nicht, dass du im Graben landest. Das sieht nicht so aus. Oder? Doch. Siehste? 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 Fast wäre es schief gegangen. Fast wäre es schief gegangen. Ja, fahr überall durch. Fast wäre es doch schief gegangen. So, wo ging es runter? Hier vorne ging es runter. Am Anfang. Ist irgendwas drin, was wir brauchen? Nein. Gut. Gut, 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 gut. Alter. Alter. Da hat sich gerade alles bei mir zusammengezogen. Selbst mein Arschloch hat sich zusammengezogen, wie ich da jetzt gerade runter bin. Alter. Wow. So, zum Glück ist es jetzt hier. Was ist das hier? Strawberry? Nee, brauchen wir nicht. Erdbeere brauchen wir nicht. Nachladen können wir auch nicht. Gut. Der Baum ist am Wachsen. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich einigermaßen ohne Beinbruch da mal reinkomme. Und das wird jetzt noch fehlen, jetzt, sich jetzt hier nochmal das Bein zu brechen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Deswegen Vorsicht. Vorsicht. So, hier lang. Die haben wir ja zum Glück weggemacht, alle. Die Minen. Und damit uns hier keiner auf den Sack geht, machen wir die weg. Dann sollten wir eigentlich hier unsere Ruhe haben. Dann sollten wir hier unsere Ruhe haben. So, jetzt wieder die Frage, wie komme ich darüber? Das ging ja. Zack. Das war einmal bis hier. So, dann einmal hier rein. Juhu, wir sind ohne gebrochenes Bein drüben. Geil. Geil. Echt geil. So. Und wie gesagt, Leute, hier einmal habe ich Kaffee mitgebracht. Ja, den habe ich mitgebracht. Den gönnst du dir. Und dann hauen wir hier mal so ein bisschen drauf rum. Holen uns so ein bisschen Material hier raus. Das ist einiges, was wir hier zusammenkriegen. Und da ist ein verborgener Vorrat. Ja, auch nicht schlecht. Ja, nichts Besonderes drin. Nichts Besonderes drin gewesen, aber das macht nichts. Ich hacke hier jetzt noch ein bisschen frisch, fromm, fröhlich, frei rum. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bleibt so schön, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.